Jo Leute, willkommen zurück zu Let It Die. Und ich würde sagen, machen wir mal weiter. Und ich habe einen Kumpel schon versprochen, wir machen natürlich mit der wieder weiter. Also, dass wir einen weiblichen Charakter spielen. Okay. Dann spielen wir mal eine Runde. Okay. Was kommt jetzt? Oh, ich bin sehr gespannt. Ich finde das Spiel echt Hammer. Moment mal, ist es wieder ganz am Anfang? Nein. Der Totenkopf, also der Onkel Tod, ist ja nicht mehr da. Autsch, aus dem Maul gelegt. Jetzt beginnt das Spiel richtig, schätze ich mal. Interessant, aber unser Spiegelbild ist nicht mehr da. Seltsam, was soll das so bedeuten? Okay, dann spielen wir mal weiter. Stopp. Oh. Das Spiel ist richtig Hammer. Also ich finde das Spiel richtig cool gemacht. So eine Mischung aus Deadpool, also dieses Comedy-haftes, so Comic-Style-artig. Und irgendwie auch noch, naja, Dark Souls, irgendwie so ähnlich. So. Obwohl ich Dark Souls noch nie gespielt habe. Moment, Wartraum. Das Zentrum deines Abenteuers ist der Wartraum, der Station Fuß der Babs. Letzter Stopp von Linie 15. Der Raum direkt vor unter dem Tower auf Babs hat interessante Eigenschaften. Worauf wartest du? Die richtige Frage ist, was wartet auf dich? Wenn du aufhören willst zu spielen, wähle bitte zum Hauptmenü in die Option zum Warteraum. Wenn du das Spiel außerhalb des Warteraums beendest, zählt er als tot, also... Was? Wenn du das Spiel außerhalb der... Okay... Machen wir und... Was ist das hier? Okay, dann würde ich sagen, erstmal alles erkunden. Preisbox. Alle Beute kommen diese Box. Genau wie Login, Boni und Geschenke von Captain Yatsuyama. Sammle hier deine Preise auf, wenn du sie bekommen hast. Moment mal. Okay. Ich würde sagen... Oh. 5 Tage. Okay. Ich will eigentlich alle mitnehmen. So. Jetzt haben wir schon, also es ist vorbei. Und was gibt's hier? Die Lagerkiste kann jedes Material, das der Spieler seine Todestasche haben kann, inklusive Ausrüstung, Pizza und Kreaturen. Okay. Dann würde ich sagen, legen wir mal was rein. Beispiel, ich brauche ja nicht so viel von diesem Barfleisch. Ich glaube, ich nehme 2 mit. Was ist das? Tarnumhang. Einer lass mich hier. Rasten ohne Rückkehr ins... Lässt sich rasten ohne Rückkehr ins... Okay, und was ist das? C-Pilz. So. Hier gibt's nichts. Und was gibt's hier? Chokufuncha oder so. Komodore Suzuki ist der Geschäftsführer. Du kannst ihm den Turm gefundenen Baupläne und Materialien geben und er entwickelt daraus Ausrüstung. Erinnert mich irgendwie an Monster Hunter. Wenn die Ausrüstung entwickelt wurde, kann sie massenhaft produziert und im Laden verkauft werden. Es ist jedoch Aufgabe des Spielers, die Waren für den Laden zu finden. Wenn du Pläne beschaffst, Komodore Suzuki wird die Pläne analysieren, die du im Turm erhalten hast.
falls sie sich in deiner Todestasche befinden. Wenn du den Choco-Funja betrittst, du kannst Waffen und Rüstung kaufen. Wenn du Ausrüstung gekauft hast, ist sie erstmal vergriffen. Du kannst alle Gegenstände, die du besitzt, verkaufen. F und E, okay. Wenn du in deinem Bauplan genannten Materialien gesammelt hast, kannst du in Forschung und Entwicklung in Auftrag geben. Dafür benötigst du auch beim Besiegen bestimmter Feinde gesammelte SP-Lithium. Forschung und Entwicklung dauert eine gewisse Zeit. Wenn du Forschung abgeschlossen ist, scheinen die Objekte im Laden und können so oft wie benötigt gekauft werden. Wenn du die Erforschung deines Ausrüstungsstückes beendet ist, kannst du es stärken. Für jede Stärkung benötigst du Materialien. Ist ja wirklich so wie Monster Hunter. Hallo? Welcome. Our express service is all you need to climb the tower. Bring me the materials and blueprints. Was hat er denn für ein Bart? I'll make anything. However, I'll be needing some of your things in return. Also, der gute Cola Boy hat mir gerade mal eine Anfrage, also was geschrieben per PS4, und ich soll euch allen von Cola Boy grüßen. Okay, ich habe eigentlich genug Geld. Aber ich würde sagen, lassen wir mal. Das ist so lange. Hey, rote Ballons. Wir haben uns mit Versicherung Höllen direkt zusammengetan, um Spielern einen besonderen Service zu bieten. Du findest den HD-Service im Optionenmenü, wo dich. Denk daran, dass du Anmeldung die Spezialwährung Todesmetall brauchst. Du kannst Expresspresse. Okay, für das mal halt so Meuchelmünzen. Ja, Wechselkurs beträgt ein Todesmetall für 5000 Meuchelmünzen. Denkst du dir oft, ich will schneller im Turm aufsteigen? Oder ich will effizienter spielen? Ja. Tja, all das kannst du schaffen, wenn du dich mit Todesmetall einen Expresspass kaufst. Wenn du einen Expresspass kaufst und aktivierst, stehen dir drei folgende Services 30 Tage lang zur Verfügung. Oha, okay. Du erhältst einmal pro Tag ein limitiertes Abziehbild als Anmeldebonus. Diese Abziehbilder haben verschiedene Effekte, wie erhöhte LP, Regeneration. Oha. Und du erhältst im Turm mehr LP oder Möchemünzen. Du kannst mit dem Königslift fahren, im Gegensatz zum normalen Lift, die nur mit Möchemünzen funktioniert. Bringt dich dieser luxuriöse Lift kostenlos auf gewünschte Etage des Turmes. Tut mir leid. Oha. Die Anzahl der Plätze in deiner Todestasche erhöht sich. Okay, das ist schon mal gut. Die zusätzlichen Plätze heißen Königsplätze und sind mit einer Krone gekennzeichnet. Wenn die Nutzung der Express Pass Service endet, werden in Königsplätzen gelagerte Objekte in deine Preisbox geschickt. Verringere die Kosten der Haterrettung. Eine Anfrage bei der Kämpferkühltruhe bringt deinen eigenen Hasser wieder. Üblicherweise ist es ziemlich teuer, aber eine Art und Weise ist es günstiger. Moment. Was? Du kannst. Moment. Deinen Lagerplatz mit Todesmedaillen erweitern. Für zwei Todesmedaillen kannst du 10 zusätzliche Plätze kaufen. Diese Plätze sind immer benutzbar. Mit Todesmedaillen kannst du die für V, F und E oder Verbesserungen in Was sind das für Namen? Benötige Zeit verkürzen. Ein Manager wird dir gegebene Zeit erklären. Ja, ich weiß schon wen, glaube ich. Den wir ganz am Anfang gesehen haben. Ah. Interessant. Dann gehen wir erstmal hier lang. Guten Tag. Pilze kochen. Du wirst viele Pilze im Spiel finden, also lass uns sehen, wie man sie zubereiten kann. Pilze kochen. Du kannst Pilze zubereiten, indem du sie grillst. Wähle den Pilz aus in deinem Inventar und klicke die linke Seite der Touchpad-Taste, um in den Wurfmodus zu wechseln. Dann einfach an einem Feuer durchdrücken von X einen Pilz grillen. Einige Pilze können nicht gegrillt werden. Du kannst sie auch einfach nur ins Feuer werfen, um sie zu grillen. Ihre Wirkung ändert sich, wenn du sie grillst, also mach ruhig kulinarische Experimente. Ja, erinnert mich wirklich an Monster Hunter. Und was ist das? Dieser Laden öffnet, wenn du einen Pilzprofi dem der Laden
gehört, gerettet hast. Er verkauft aus Pilzpulver hergestellte Abziehbilder. Moment. Wenn du den Körper deines Kämpfers mit Abziehbildern ausstattest, erhält er verschiedene Effekte. Es gibt viele Entwürfe und Funktionen. Wenn ein Abziehbild auf einen Kämpfer angewendet wurde und er stirbt und das Abziehbild entfernt wird, dann Wenn ein Abziehbild auf einen Kämpfer angewendet wurde und er stirbt oder das Abziehbild entfernt wird. Was? Du kannst Abziehbilder mit Mäuchemünzen oder Todesmetall kaufen. Du kannst Abziehbilder, die du besitzt, verkaufen. Da sie nicht wegwerfen kannst, macht es Sinn, sie zu verkaufen. Wenn du sie nicht brauchst. Wenn du einen bronzenen, silbernen oder goldenen Fähigkeitenpilz zum Pilzprofi bringst, tauscht sie diese für Abziehbilder. Okay. Premium-Abziehbilder kaufen. Du kannst Mäuchemünzen für Pilzsuppe ausgeben, die vom Pilzprofi zubereitet wird. Als Bonus erhältst du dabei ein Premium-Abziehbild. Diese Abziehbilder sind anders als die herkömmlichen, da sie nicht verschwinden, wenn ein Kämpfer stirbt. Bitte beachte, Pilzsuppe, die mit Todesmetall gekauft werden, beinhaltet Todesmetallfragmente oder Todessplitter. Seltsamerweise ziehen diese Metallteile die ungewöhnlichen Premium-Abziehbilder an. Okay. Hi, ich kenne mich doch. Oh, oh, how I've been waiting for you, fellow believer. The power, Was ist das denn? Irgendwie komisch ist das Spiel. Aber auch geil gemacht. Gravity Rush. Ich will Gravity Rush haben. Alter, spielst du geil. Moment. Erhöht Angriff, Verteidigung um 8. Verteidigung bei. Ah. Erhöht Angriff um 7. Pro Treffer gehst du höchstens. Wenn du im Brand stehst. Halbiert. Alles klar. Was gibt's hier? Die Verteidigung um 20%. Wenn ein Fröschchen ist. Okay, dann nehmen wir lieber. Angriff. Are you 100% sure? Dankeschön. Dankeschön. Abziehbilder. Alter, Spiel ist geil. Ach so, hatte ich. So, das mache ich mal später. Offline. Nein. Das wollte ich nicht essen, aber okay. Das kann schon passieren, ne? Ah, hier, Nachrichten. Onkel Tod, ich bin's. Du hast endlich ein paar Abziehbilder gesammelt. Wie? Sie scheinen teilweise aus dem Pilzpulver von diesem Mädchen zu bestehen. So wie Fermentierung, hm? Haha, okay, ciao. Kapitän Yatsuma. Okay. Kämpferdaten. Oh, das ist mein alter Charakter. Ich heiße Luisa. Oh, schon tot. Meisterlevel. Fäuste. Wir nehmen so lange die Fäuste. Okay. Questsammlung. Nicht bestellt. Okay. Ich würde gerne ein Abziehalbum. Das hier. Wo noch? Ah, hier. Tank. Alles klar. So, was noch? Tutorial. Kann ich schon. Ich muss das nochmal neu spielen, Leute. Darum nicht wundern. Wie kann ich das jetzt ausrüsten? Ach so. So.
Nö, ich jetzt nichts. Okay, was zur Hölle? Okay, Moment. Dann gehe ich mal hier hin. Hier war ich noch gar nicht, obwohl. Ja, hier bin ich gekommen. Ich hoffe, das wird später schöner. Warum nicht? Kurz mal gucken, was hier los ist. Ist das vielleicht wie bei Dead Rising, dass ich hier in der Toilette speichern kann? Wow. In der Mitte kaputt gegangen. Wow. Was gibt's hier? Wo kann ich speichern? Wow. Ganz schön viel hier. Weil ich habe noch nicht gespeichert, Leute. Und ich will nicht nochmal alles von vorne spielen. Aber trotzdem machen wir mal weiter. Oh, guten Tag. Öffnen. Oh, was ist das? Oh Mann. Das öffnen wir jetzt. Aber erstmal will ich mal das lesen. Das ist ein Service, bei dem Onkel Tod dem Spieler auf sein Todesmobil kostenlos Geschenke bringt. Das ist nicht nur ein Anmeldebonus, das ist Onkel Prima. Verlässt du das Wartezimmer nach Öffnen einer Box, erhältst du eine weitere. Diese kannst du 20 Stunden nach Lieferung öffnen. Express- oder Terminwahl sind nicht verfügbar. Der Inhalt von Boxen ist zufällig. Du willst bestimmt wissen, was drin ist. Also öffne jede Box, die du siehst. Oh yeah. Bitte ganz schnell öffnen. Eisenhammer. Level up. Yeah. Nein! Oh. Damn it. Damn it. Ach, egal, wir finden eh schon Essen. Was ist hier? Königslift bestimmt. Ich würde sagen, gehen wir mal weiter. Ich frage mich, wie das Spiel jetzt wird. Wir brauchen ja noch Ausrüstung. So. Wir brauchen ein paar Hosen. Und vielleicht auch ein paar, eine Jacke oder ein Pullover. Oh, das sieht ja ganz anders aus. Hm. Hier kann ich nicht hoch. Ich schlag jetzt mal mit den Fäusten. Okay. Dann öffnen wir das mal. Wie gesagt, wir brauchen Hosen. Okay. So. Oh, das ist so ein geiler Spiel, ne? Seine. Alter, Spieß. So, dann spielen wir mal weiter. Lass mich durch. Komm. Dankeschön. Oh nein. Was? Wow. Das bin ich? Was? Alter, das ist ja geil. Komm her. Oh Mist. Das war knapp. Mann, ich treffe gar nicht. Weil er kann wohl nicht zielen. Okay, ich bin zu dumm. So, ja Mann. Oh Mann, ich muss wohl... Ich will meine andere Waffe nicht benutzen. Oh nein. Komm her. Ich muss mich regenerieren.
Perfekt. 4 EP und... Okay. Alles klar. Ist das die Leichnale? Wenn dein Kämpfer seine EP in diesem Spiel aufbaut, stirbt er und er wird als dein Feind wiedergeboren. Oha, das ist ja geil. Hast Offizierung und Bergung. Wenn dein Kämpfer stirbt, verwandelt er sich in deinen Feind, der in dem Stockwerk lauert, auf dem er sein Ende gefunden hat. Solche Kämpfer nennt man Haters. Wenn du einen neuen Kämpfer kontrollierst und damit den Hater besiegst, wird er aufgesammelt und in der Kämpferkühltruhe aufbewahrt. Wenn du ihn in Ruhe lässt und er andere Spieler besiegt, erhältst du eine Beute. Moment. Wenn du ihn in Ruhe lässt und er einen anderen Spieler besiegt. Alter! Ist ja geil. Alle Feinde mit orangenen Namen sind Hasser. Sie können dein Hasser sein oder irgendwann mal andere Spieler gehört haben. Auf jeden Fall sind sie viel stärker als fast alle anderen Feinde. Sei wachsam. Habe ich gemerkt. Okay, oh. Schön. Schön. Unter 16 Jahren bitte nicht gucken, Leute. Ist bestimmt nicht für euch geeignet. Obwohl, ist ja eh Kraft. Was soll ich jetzt machen? Obwohl, gehe ich meine Ausrüstung. Ach da. Ich guck mal kurz, ob ich hier Ausrüstung finde. Nee. So. Und ich habe auch fast kein Leben mehr. Aufpassen, Leute. Oh. Schnell öffnen. Bevor irgendwas passiert. Ich hab Post. Oh, anziehen. Das gibt mir im Moment 5% mehr Beweglichkeit und 5% mehr Geschwindigkeit. Und 9%, also 9 Abwehr. Baseball-Head, alles klar. So. Also kann ich hier in Ruhe lassen und warten, bis neue Spieler kommen und die dann töten. Interessant. Das ist ja ein geiles Spiel. Was? Ein Frosch? Kreaturen. Es gibt in diesem Spiel neben Feinden auch noch viele verschiedene Kreaturen. Nicht alle sind friedlich. Manche werden dich angreifen, andere werden dich vergiften. Es ist wichtig, dich Eigenschaften dieser Kreaturen zunutze zu machen, um zu überleben. Drücke L3, um zu kauern. Okay, wenn du dich einer Kreatur in dieser Haltung näherst, erscheint das Fang-Kreatur-Icon unter dem Bildschirmmitte. Wenn du dieses Icon siehst, drücke schnell X. Einige Tiere können gefangen werden, nachdem du auf sie gestampft bist und sie geschwächt hast. Alles klar. Wenn du ein Tier gefangen hast, kannst du es essen. Wenn du sprechende Icon erscheint, wenn du es in deine Todestasche aufbewahrst, wird die Anzahl der aufbewahrenden Tiere in Checkbox oben rechts im Bildschirm angezeigt. Du streichen? Ach ja. Alter, was ist das denn? Kannst auf dem Touchpad kannst du ein Tier auswählen und durch Klicken auf den rechten Seite der Touchpad das Tier essen. Du kannst Kreaturen grillen. Ja. Wähle eine Kreatur, die du grillen willst und klicke sie linke Seite auf Touchpad. In diesem Modus kannst du eine Kreatur grillen, indem du auf dem Feuer ein Level zugehst und kannst die Kreatur auch grillen, indem du ein Feuer zuwendest und dorthin wirfst. An sich deren Fänger, also ich bin, ja. Ist genauso wie mit den Pilzen. Pilze züchten. Pilze genießen aus dem Leichnam eines... Achso, Pilze spießen aus dem Leichnam eines Tieres, das man durch Stampfen oder andere oder anders tötet. Die Pilze hängt von der Tierart ab. Okay. Ich würde sagen, fangen wir den. Gefangen. Obwohl, ich will's essen. Leben. Ich hab Post. Was sind Post? Ja. Onkel tot.
Oh, ich bin's. Oh, du weißt schon, dass es tonnenweise Kreaturen im Turm gibt, ne? Der Turm ist voller Gas von den Pilzen. Dadurch hat jede Kreatur fortentwickelt, um sich da anzupassen. Da trampeln sie oder Pilze wachsen aus ihnen. Obwohl sie wohl von den Sporen angegriffen wurden. Du kannst, wenn du sie isst, LP wiederherstellen. Also runter mit der Maske und Mahlzeit. Kreaturen, die du fängst, werden in die Kreaturlexikon aufgenommen. Schau mal nach. Es gibt auch seltene Varianten von Kreaturen. Halt auch schon von ihnen. Hast du mal Frösche probiert? Sag mir, wie die schmecken, ja? Bis denn. Ich bin's. Lieber Senpai, ich bin's. Senpai, wenn du Schatztruhen hast, mach sie auf jeden Fall auf. Es gibt drei Typen, klein, mittel und groß. Und alle haben andere in Inhalt. Ich weiß die Details nicht, aber die größte Kiste ist ganz aus Gold. Okay, da ist ein seltener Kram drin. Wie Baupläne für Ausrüstung. Wenn du eine siehst, halt nicht zurück, okay? Schnapp die Preise. Bis denn. Okay. Moment mal, wenn ich zum Hauptmenü, das will ich nicht, dann laufe ich lieber zurück dann. Ich will ja nicht sterben, Leute. Oh. Das nehme ich mal mit. So, ein Regenschirmpilz oder was auch immer. Alter, das Spiel ist ja genial. Aber ich würde sagen, wir rennen gleich wieder zurück. Meisterlevel. Wenn du viele Feinde mit einer bestimmten Waffe besiegst, steigst du Meisterlevel für diese Waffe. Der Höchstlevel ist 20, die du schaltest Submoves. Die mit L1 oder 1 kannst du wie neue Angriffe und Fähigkeiten Boost erreichen. Erlange MP, FP, Ability Punkte werden an die Waffe vergeben, die dem Feind den letzten Schlag zugefügt hat. Wenn du genug Punkte erreicht hast, steigt dein Meisterlevel. Meisterlevel ist kämpferunabhängig. Meisterlevel und FP werden zwischen Kämpfern geteilt. Selbst wenn du einen niedriggerangigen Kämpfer verwendest, kannst du die Attacken von deinem Meisterlevel verwenden. Das ist ja cool. Dann will ich mal was kurz überprüfen. Und zwar... Moment. Ich habe noch viel mit dem gekämpft. Nice. Okay, dann gucken wir kurz. Hier haben wir... Und das. Was gibt's noch? Nichts. Und Tutorial einfach weg. Barbs Bibel. Und Leute, ich würde sagen, wir rennen zurück, damit es gespeichert wird und damit wir nicht sterben. Oh, ups. Falsche Taste erwischt. Und dann würde ich sagen, erkunden wir den Turm im nächsten Part. Aber richtig, Leute. Ah, gruselig. Also das Spiel gefällt mir jetzt schon. Und ich hoffe, euch auch dann. Aber na gut. Wir rennen schnell zurück. Und da ist auch noch Exit. Und schnell zurück. So, Cops. Hol dir starke Abziehbilder wie Cat. Cat ist von Gravity Rush, Leute. Gravity Rush 2 und Gravity... Getötete Feinde 0. Ich weiß, ich weiß. Aber wir können noch einen Raum betreten. Ja, schön, ne? Okay. Habe ich schön was gefunden und dann habe ich auch aufgehört, ne? Ausrüstung gewechselt, begegnet mein Name. Okay. Alte Mönche-Waffe. Alter, das Spiel ist geil. Zurück zum Wartezimmer. Wenigstens sehen wir ein bisschen schön aus. Ich habe Post. Hä, was? Oh, ich dachte schon, was passiert jetzt? WTF. Alles klar. Oh. Das nehmen wir direkt mal. Oh yeah. Nein. Oh Mist. Dann gehen wir schnell nochmal zurück. Ich wollte die Post nehmen. Tut mir leid, Leute. Es passiert mal Fehler, ne? So. Dankeschön. Jetzt rennen wir wieder zurück. Alles ist gut.
Ich weiß. Ja, wir haben nur keine Ahnung, wie viele Sekunden waren wir draußen. So. Ja, raus eigentlich nicht. Raus. Und wieder rein, ne? Ja. Ich wollte eigentlich nur das hier öffnen. Hey, Moment. Moment, was? Achso, das kommt in 20 Stunden. Alles klar, okay. Was bist du? Hey, lol. Und was bist du? Okay, Mingo-Kopf. Mingo-Kopf ist ein Kämpfer-Trainingsmaschine in diesem Spiel. Ein besonderer Charakter, der den Spieler immer begrüßt, wenn er zum Warteraum zurückkehrt. Er sieht aber nicht nur gut aus, sondern ist auch ein hilfreicher Charakter, der den Level deiner Kämpfe für dich erhöht. Naja, gut. Geht halt. Erfahrung. Du erhältst EP, wenn du im Turm Feinde besiegst und Pilze isst. Durch Sammeln von EP kannst du das Level deines Kämpfers steigern. EP können nur von dem Kämpfer benutzt werden, der sie gesammelt hat. Beim Rückkehr ins Wartezimmer absorbiert Mingo-Kopf alle Mäuchemünzen und SP-Lithium. Hast du genug EP für den Levelaufstieg, kannst du die Punkte auf deinen 6 Werte aufteilen, um stärker zu werden. Warte, was? Lebenspunkte, Einfluss auf Max Gesundheit, Stärke, Einfluss auf Psyche. Ja, das nehmen wir dann. Geschicklichkeit, Einfluss auf Feuerwaffenattacke. Okay. Einfluss auf Verteidigung. Ausdauer, Einfluss auf Maximum Level deiner Ausdauerzeige. Glück, Einfluss auf die Menge der Meuchel, da ist ein Fehler. Münzen, die du bekommst und die Chance auf deinen kritischen Hit, wenn du angreifst. Wenn du abbrichst, kannst du jederzeit weiter deinen Level steigern, indem du deine Maschine zugreifst. Okay, Moment mal. Das will ich testen. Ich will Stärke. Hallo? Ja. Also, brauchen wir noch ein bisschen? Nein. Oh. Levelstieg. Der Basis möglich. Okay, dann. Nein. Ich will das hier. Nein. Tut mir leid, ich möchte physische Angriffe machen. Ich glaube Stärke, ja. Genau. Dankeschön. Cool. Und was ist das hier? Büffelbank. Das ist die Bank, in der Mörchenmünzen aus Schatzkissen, die du nach Siegen bekommst, aufbewahrt werden. Sie werden automatisch zur Bank geschickt. Wenn du in den Warteraum des Turms zurückgehst, werden in deinen Laden der Mörchenmünzen akzeptiert einkaufst, werden sie von deinem Konto abgezogen. Genauso wird der Preis von Sachen, die du verkaufst, deinem Konto zugefügt. Also musst du nie selber Münzen abheben oder einzahlen. Lol, aber guck mal, das ist eine Hand. Ist ja cool. Und was ist das? 9000 Fluchtpunkt. Am Fluchtpunktboden ist der Mitte deines Werteraums. Kannst du das Spiel aussetzen und in Hated Arcade zurückkehren. Das Wasser des Brunnens heilt auch deine Wunden und gibt deine Seele Frieden. Die Arcade, die gerade bist, in, keine Ahnung, dem, keine Ahnung, der offizielle Death Drive ist hier installiert. Onkel Tod, Alter unbekannt. Hobbys sind Skateboarden, Videospiele und Golf. Nennt den Spieler Senpai als Zeichen des Respekts von Gamer zu Gamer. Wenn du mit ihm redest, wird das Death Drive 128 aktiviert, mit dem du das Spiel fortsetzen kannst. 21 Jahre alt, ein Profi-Gamer und offizielles Gesicht des Death Drive. Er ist begabt in vielen Spielen und hat dieses Spiel hier schon 6 Mal durchgespielt. Er spielt, weil es ihm Spaß macht und hilft dem Spieler mit kleinen Weisheiten während des Spiels, die das Spiel spielen. 17 Jahre alt, eine typische Highschool-Schülerin, die am Tresen der Hated Arcade arbeitet und dauernd ihr Handy glotzt. Wenn du den Death Drive Complete Laptop D-Mate auf dem Tresen öffnest, kannst du den Ingame-Quest auch annehmen.
ein Gerät, die einen Diorama-Führung zum Turm des Babs anbietet. Er zeigt Info und Erklärungen zum Turm des Babs je nach Fortschritt im Spiel. Keine Ahnung, wenn ich speichere, dann wäre es auch gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir dorthin. So, guten Tag. Leute, ich würde sagen, wie es dann weitergeht, das erfahren wir beim nächsten Mal. Also Leute, bis dann. Tschüss.